Spitzentennis seht ihr auf Hauptstadtsport TV. Für die erste Herren vom Lawn-Tennis-Turnierclub Rot-Weiß Berlin gilt es, das Teamgefühl vom Derby-Sieg wieder auf den Platz zu bringen. Und die Niederlage gegen Tabellenführer Essen vergessen zu machen. Zu Gast an der Hundekehle an diesem Spieltag der TC Iserlohn. Und Mannschaftsführer Timo Tablik sieht einen Blitzstart seiner Rot-Weißen gegen die Männer aus dem Sauerland. Erste Runde lief sehr gut, alle drei Einzel gewonnen und dann in der zweiten Runde auch bei allen drei Einzeln den ersten Satz gewonnen. Da war, glaube ich, der ein oder andere schon gedanklich in der Umkleidekabine, also, und dachte, naja, das wird jetzt ein Selbstläufer. Aber es ist dann eben nicht geworden, so wie es im Tennis ist. Das dreht ganz schnell. Und es dreht sich gegen Berlin. Joan Hartenstein und auch der Rot-Weiß-Topspieler Rudi Mollecker geben alle den zweiten Satz ab und müssen in den Match-Tiebreak, wo die Misere weitergeht. Besonders Mollecker hat es in der Hand, doch Lukas Ollert wehrt 4 Matchbälle ab und siegt letztendlich 9:11. Auch die anderen Match-Tiebreaks gehen verloren. Plötzlich steht es nach 3:0 Führung 3:3 unentschieden. Jetzt müssen die Doppel die Entscheidung bringen. Für Robert Strombach aber kein Grund zur Panik. Das ist schon eine Stärke bei uns allen, weil letztes Jahr hatten wir, glaube ich, auch irgendwie 16 von 18 gewonnenen Doppel am Ende. Also wirklich, wir gewinnen mehr als 80-90% im Doppel. Und diese Doppelstärke zeigen die Rot-Weißen von Beginn an, lassen bei Iserlohn gar nicht erst Hoffnung aufkommen. Eben dadurch, dass wir wirklich einen guten Start gemacht haben, kam es halt nicht in die Situation, wo man sich wirklich, ja, wo man dann nervös wird oder so. Wir haben von Anfang an die Oberhand gehabt und es hat uns sehr viel geholfen, dann konstant zu bleiben. Konstant und konsequent entscheiden die Berliner alle Doppel in 2 Sätzen zu ihren Gunsten. Der leicht angeschlagene Mollecker wird geschont. Mit Sebastian Rischig und Romain Juan stimmt die Mischung zwischen erfahrenen Spielern und jungen Wilden wie Robert Strombach und Daniel Altmaier. Aber nicht nur die, auch so ein Jonas und Lenno, die auch aus unserer Jugend kommen, ja, die verbessern sich auch. Es wächst was zusammen im Grunewald, nicht zuletzt auch, weil die Stimmung im Team stimmt. Das ist immer was ganz Besonderes, auch die Atmosphäre hier mit den ganzen Zuschauern. Und ich liebe einfach diesen Mannschaftssport, wodurch eigentlich es ein Individualsport ist, aber dass dann jeder Spieler den anderen unterstützt und dann alle füreinander da sind und einfach dieses Mitfiebern und dann auch, wenn ein Match-Tiebreak kommt oder so, auf einmal alle am Platz sind und einen aufmuntern, das ist halt was ganz anderes als auf dem Turnier. Am nächsten Spieltag geht's nach Hamburg. Und mit dem richtigen Team-Spirit können bereits an der Alster die Weichen gestellt werden für das Saisonziel Klassenerhalt.